Ja, liebe Bianca, wir sind natürlich jetzt extrem gespannt. Jetzt beginnt gleich die große Show und wir freuen uns schon jetzt auf dieses große Spektakel. Aber ein Spektakel, Juliane, das haben wir auch auf dem Red Carpet erlebt. Was waren denn für dich die Highlights? Highlights gibt es natürlich bei so einem Red Carpet. Ja, Philipp, ihr wart ja, beziehungsweise Sie am Fernseher waren ja live dabei eigentlich und konnten jeden Moment, den wir hier erhaschen, konnten eben jedes Interview schon einmal mithören. Absolute Highlights sind natürlich die Hollywood-Stars unter anderem auch gewesen. Leider haben wir Paris Jackson nicht bekommen. Paris Jackson hat aber auch niemandem ein Interview gegeben. Sowohl auch Caitlyn Jenner. Man hat sie von der Ferne hier kurz gesehen. Da gab es ein Riesentumult und dann auf einmal war sie verschwunden. Das heißt, sie hat den Weg wieder Richtung Eingang genommen, statt hier eigentlich über den Red Carpet zu gehen. Also die zwei großen Top-Stars, Celebrities, die Hollywood-Stars, konnten wir gar nicht irgendwie hier dazu bewegen. Aber wir haben natürlich trotzdem ganz, ganz viele andere Promis hier bei uns gehabt, ob Nathan Trent oder Silvia Schneider. Oder du hast auch gerade die Anna Gasser haben wir gehabt. Anna Gasser haben wir gehabt, Dagmar Koller und so weiter. Bei denen, die nicht stehen geblieben sind, ja, kann man passend sagen, zu Austrian Airlines, die auch dabei waren, die sind ein bisschen abgehoben. Also Adrien Brody hätte vielleicht den ein oder anderen Moment ja auch zubringen können, hätte ihm sicher nicht wehgetan, auch ein bisschen zu sprechen. Aber es gibt eine Reihe von anderen sympathischen Stars, auch aus österreichischer Sicht. Dagmar Koller war für mich eigentlich eines der großen Highlights, denn sie ist seit Beginn mit dabei, seit 25 Jahren, 1993, hat ja ihr leider schon verstorbener Gatte, Bürgermeister Helmut Zilk, hier den ersten Liveball eröffnet und der hätte sich damals wohl nicht gedacht, dass 25 Jahre später derartig Großes und Tolles hier entstanden ist. Also es gab eine Reihe von Stars, wir hatten ja auch einige Emmy-Gewinner hier, die man vielleicht in Österreich gar nicht so kennt, aber die sind wirklich weltweite Größen und die alle haben geschwärmt, wie toll es hier ist in Wien, was Wien hier auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, Juliane, sowas gibt es auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Alle sind wirklich begeistert von Wien, der Stadt selbst und von diesem Event. Und wie wir das auch gerade gehört haben von Gigi Gorgeous, sie wollte unbedingt immer auf den Live-Ball kommen. Und erst dieses Jahr hat es sozusagen geklappt. Zum ersten Mal ist sie dabei. Und sie meinte so, sie hat gar nicht richtig verstanden, was dieses Event ausmacht. Also es ist nicht nur Verkleiden und es ist nicht nur eine Party, wie sie sagte, sondern es transportiert einfach so viel. Jeder kann hier sein, wie er möchte. Er kann anziehen, was er möchte. Er kriegt hier eine Showbühne, weil jeder kann sich ein Style-Ticket zum Beispiel kaufen und eben hier über den Red Carpet schreiten. Und das bedeutet so viel, eben seine Meinung und sich selbst auch zu präsentieren, gerade in den Wirren des Alltags oder in anderen Ländern, wo das eben nicht möglich ist. Und das ist auch genau der Punkt, warum der Live-Call eben wahrscheinlich schon seit 25 Jahren existiert. Styling vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort, also wir haben hier wirklich alles gesehen. Mein persönliches Highlight war ja dieser Roboter, der war circa 3-4 Meter hoch, hat ein bisschen erinnert an eine Comicmesse oder an Robocop, der ist ja auch vorbeistolziert, hat natürlich alle Blicke auf sich gezogen. Dann haben wir viele gar nicht unschuldige Nonnen gesehen, die ja, ja sicher auch die Nacht zum Tag machen und es, was auch wichtig ist, bleibt natürlich zu hoffen, dass sich die Leute, die sich hier noch vergnügen zu späterer Stunde, auch ein Kondom benutzen, weil das ist auch der Sinn des ganzen Abends, dass man eben hier nicht ungeschwollt irgendwie schwanger wird oder sich gar Krankheiten zuzieht, sondern dass man auf das große Problem, das leider auf der ganzen Welt und auch in Österreich noch besteht, nämlich AIDS, aufmerksam macht und dass es vielleicht eines Tages wirklich der Fall ist, der Wunsch, den Gary Kessler immer äußert, dass AIDS ausgestorben ist. Aber bis dahin dauert es wahrscheinlich noch einige Jahre. Soweit also unsere Impressionen und damit wieder zurück in die illustre Runde ins Studio.